Hallihallo und willkommen zurück zu einem neuen Part. Und wie ihr seht, hat sich im Moment noch nichts verändert. Wir wollten den Traktor hier ja eigentlich abstellen, genau. Das machen wir natürlich auch. Halten den Case, behalten den Case im Auge. Und... okay, den können wir jetzt nicht hier. Wo ist denn unsere Sämaschine? Wo ist denn unsere Sämaschine? Oder unsere Krautentfernungsmaschine? Versteckt die sich hier? Wir gehen hier einfach mal rüber. So. Wir gucken uns das Spielchen an. Da kommt er. Ja. Gut, den lassen wir natürlich mal in Ruhe hier entkrauten. Und da bin ich mal gespannt, wie das nachher läuft mit dem Abernten. Ich höre hier ständig ein Flugzeug, aber man sieht keins. Okay. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Ja, guck mal, er nimmt nicht wirklich die komplette Breite, ne? Ich glaube, da sollten wir mal nachjustieren. So, und wie schön man den Unterschied sieht zwischen überreiften Zuckerrüben. Ja gut, hätte man das vorher gewusst, hätte man früher schalten und walten können. So, ich mache mal den Helfer aus und justiere hier neu, dass er mal die komplette Breite mitnimmt. So, Helfer an. Und weiter geht's. So, mit Geschwindigkeit 5 reißen wir jetzt natürlich nicht wirklich was, aber ich möchte dieses eine halbe Feld hier wenigstens noch retten. Wie sieht's mit unserem Case aus? Fahren wir da mal ein Stück mit. Na, der ist auch bloß halb voll. Ich denke mal, dass er dieses ganz kleine Stück nach oben noch mitnimmt. So, sollte er das dann machen? Und der Reifegrad des Rapses bleibt so gelb. Dann tanken wir ihn schon mal ab, den Case, damit wir dann unseren Traktor einsatzbereit machen können für die Ernte der Zuckerrüben. Weil ich will das mal unbedingt ausprobieren. Echt, das reizt mich so, so. Ich bin ja richtig nervös, wie ein kleines Kind. Ja, er fährt. Ne, er fährt nicht. Okay. Ja, ist nicht so schlimm. Wir setzen ihn oben an. Können ihn ja sofort abtanken. Machen wir es mal andersrum. Kommt der Knochen halt zum Hund. Muss aufpassen, dass wir nicht kaputt fahren. So. Super, das wäre geschafft. Rohr wieder einfahren. Dann stellen wir uns hier oben hin. So, und sollte das Feld hier reifen, ist er voll einsatzfähig. So gefällt mir das. Dann können wir uns jetzt wieder den Zuckerrüben
widmen. Und da laufen wir das kleine Stück mal rüber. Vorher müssen wir natürlich das Raps erstmal wegbringen. Aber es ist nicht weiter tragisch. Umso mehr Zeit hat unser Entkrauter immer noch eine Bahn zu ziehen. Wobei ich sowieso gespannt bin. Ich erinnere mich an letzter Folge, dass wir keinen Helfer einstellen konnten. Also das wird natürlich echt interessant, ob wir da dabei bleiben müssen. Auf jeden Fall sollte man sich auch wieder Gedanken machen, so zukunftsperspektivisch, ob man die Bank wirklich mal entlastet, dass man die Schulden mal bezahlt, weil wir haben es ja auch in der letzten Folge gesehen, der Notgroschen ist aufgebraucht, ne? Also wir hatten nicht mehr viel Limit, da kann ich schon ganz froh sein, dass wir zwischenzeitlich mal so ein bisschen zurückgezahlt haben. Und darauf konnten wir jetzt natürlich auch wieder zugreifen. Also der Notgroschen sollte uns irgendwie erhalten bleiben. Von daher, mal überlegen. Sondern fahren wir da mal hoch und ich fahre hier über das überreifte Feld, definitiv. Bevor wir das machen, kommt, ich möchte mal ganz kurz was demonstrieren. Was heißt demonstrieren? Ausprobieren. Denn wenn wir ja Weizen, Gerste, Raps säen, können wir natürlich immer voll drüber fahren. Ja, also der würde wieder neu säen. Jetzt interessiert mich mal, ob er hier wieder neu pflanzt. Nach Adam Riese müsste er hier auch meckern und sagen, nee, erst grubbern. Das möchte ich ganz einfach mal demonstrieren. Nicht ausprobieren, ich kann es mir schon denken, dass es nicht funktioniert. Einfach nur mal demonstrieren, falls der ein oder andere die Frage von euch hat, von wegen geht das denn jetzt, dass er einfach, es ist ja schon einmal mit Rüben gemacht worden. Ich bin gespannt, ach so, ausklappen, na, sorry. Dann können wir ihn hier auch ein bisschen breiter ansetzen. Zeit geht uns jetzt nicht verloren, die nehmen wir uns einfach. Richtig justieren sollten wir es aber trotzdem. So. Mal gucken, ob er meckert oder ob er es macht. Na, macht er natürlich nicht. Muss also neu gegrubbert werden. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Gut, dann wissen wir das definitiv auch. Fürs nächste Mal. Können wir hier wieder ordentlich abhaken. So, da oben am Rapsfeld ist noch alles IO. So, dann fahren wir jetzt mal hoch. Aufpassen, da kommt Verkehr. Lassen wir mal noch vorbei. Ich trinke in der Zwischenzeit mal einen Schluck Kaffee. Boah. Verschluckt. Gott, oh Gott, oh Gott. Immer diese Hast. So, dann gucken wir hier mal. VB, denke ich mir mal. Okay. So. Und wo ist jetzt mein Helfer? Schöne Kacke. Heben, Erntemaschine abschalten, Grill ausweisen, Enten, Rohr ausfahren. Rohr ausfahren. Ach. Wir müssen jetzt nicht parallel nebenher fahren, oder? Rohr ausfahren. Kommt, wir machen es mal wieder rein. Ich fahre jetzt einfach mal mit Tempomat.
Auf jeden Fall, Freunde, wir haben alles richtig gemacht. Er erntet die Zuckerrüben. Also das Schöne ist, es funktioniert. Und, guck dir mal, da ist ein Auffangbehälter. Scheint zwar nicht sehr groß zu sein, aber wir haben ja auch nicht diesen Vollernter gekauft. Der wird mit Sicherheit um einiges Volumen mehr haben als der hier. Aber es funktioniert zumindest schon mal. Das, wo ich noch ein bisschen skeptisch bin, ist, dass man selber fahren muss. Die Spur zu halten, wie das hier aufgenommen wird. Ich finde, das sieht klasse aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das in den ersten Folgen mal demonstriert hatte. Wir haben ja da hinten an der Scheune, da haben wir ja schon einmal Zuckerrüben und Kartoffeln zu liegen. Und ich hatte das ja mal aufgenommen, so mit dem Förderband auf dem ganz normalen Anhänger. Und ich finde das schon irgendwie, ja, echt schon niedlich, muss man fast sagen, wie das da so alles detailliert hochgefördert wird, rübergetragen wird und in diese Wanne transportiert wird. Coole Sache. Wie gesagt, die Schwierigkeit an dem ganzen Ding, wir müssen es selber fahren. Das wird ein ganz schönes Stück Arbeit. So, ich hoffe, ich kriege das hin. Bisher sieht es ganz gut aus. Wie sieht es von innen aus? So. Ja, gut, man erkennt nicht sehr viel. Aber wir haben es uns von hinten schon angeguckt. Von daher kann man jetzt hier fahren. Und natürlich so auch versuchen, die Spur zu halten. Ich gehe aber mal wieder nach außen. So, und es wird recht schnell voll, das Becken. Die Wanne oder wie auch immer. Tja, kann man sich dann aussuchen. Im Endeffekt fehlt mir jetzt natürlich ein Traktor. Es sei denn, ja, ich könnte mir natürlich den blauen von hinten holen, ne? Was sollten wir dann noch tun? Ich denke mal, da hinten werden wir erst einmal, solange wie wir hier die Zuckerrüben ernten, nichts machen. Aber warten wir erstmal, bis wir hier fertig sind. Schick, nice, freut mich. Freut mich vor allen Dingen, dass wir hier, ja, das so eigentlich fast in einem Ritt geschafft haben und nicht zu viele Fehler gemacht haben. Wobei es langweilig wäre, so ganz ohne Fehler. Würde einem ja komisch vorkommen. Der perfekte Landwirt bin ich sowieso nicht. Und ab und zu mal schmunzeln gehört einfach dazu, genauso wie das Ärgern. Mich ärgert es zum Beispiel schon gar nicht mehr, dass das hier alles überreift ist, die erste Hälfte. Dadurch hat man halt mal den Reifegrad bei Zuckerrüben gelernt. Klar hätte man das auch googeln können, will ich aber nicht. So, der ist voll. Jetzt gucken wir einmal ganz kurz rüber, wie es hier aussieht. Den können wir starten. Super. Und jetzt holen wir uns ganz einfach mal den Traktor von hier hinten. Jo, Jung. Dazu machen wir die Mähmaschine vorne, aber ab. Ne? So, und rein theoretisch müsste ich jetzt auch noch sagen, so dreckig kommst du mir jetzt nicht an den Anhänger. Aber kann von Glück reden, dass wir im Moment keine Zeit haben. Denn, klar, das Raps, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, das wird gemäht. Aber die Zuckerrüben, sie standen sehr, sehr lange mit diesem Reifegrad grün, also für fertig, für reif, da. Ich habe so fast die Befürchtung, dass wir gar nicht ganz schaffen, dieses Feld
zu bearbeiten. Und ihr seht's. Ihr seht's. Er meckert da vorne schon rum. Gut, wir haben es auf jeden Fall demonstriert, dass es funktioniert. Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Verdammt. So. Kriegen wir denn den da angekoppelt? Wollte schon wieder sagen, angedockt. Das will ich jetzt noch wissen. Entschuldigung. Ansonsten können wir uns das nämlich alles sparen hier mit dem Blauen. Ja, das geht. Komm, dann lassen wir den jemand ran. Und dann nehmen wir den Grünen für den Anhänger. Was man auch alles beachten muss. Wahnsinn. So, und ich möchte mir einfach mal das Abtanken noch angucken. Zeit ist eigentlich schon um für diese Folge. Aber die Minute haben wir noch. So, dann kommt er hier mal hin. Zack, schön daneben. Und dann springen wir um. Und ich glaube, Taste... Over. Das Rohr ausfahren. Wobei das ja eher ein Fließband ist. Und ach, guckt mal, wie toll das aussieht. Schick, schick. So soll es sein. Gut. Haben wir uns das also auch angeguckt? In dem Sinne können wir dann praktisch jetzt den Anhänger dann auch erstmal beiseite stellen. Dann fahren wir auch gar nicht so weit weg. Plane drauf. Mann, Frosch im Hals, was ist denn das? So, und wir können dann hier normalerweise an Ort und Stelle in der nächsten Folge weitermachen. Tja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wir haben viel probiert, experimentiert und wir werden mit Sicherheit dieses Stückchen Feld noch abernten, so wie sich das gehört. Und danach räumen wir hier auf Feld 16 definitiv auch erstmal wieder auf. Tja, wie gesagt, schreibt unten rein, wie es euch gefallen hat. Lasst einen Kommentar da, Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.